Sorry, ein LKW im Bus siehst du nicht. Das ist eine kleine Kinder. Die Runde hier um den Betriebshof. Ja, sieht fast so aus. Der kommt auch aus Berlin. Das ist ja auch ein Berliner. Guck mal hier. So, herzlich willkommen hier im Namen der Berliner Verkehrsbetriebe in diesem Doppelstockbus, Baujahr 1956, das hier steht immer noch dran, DO56. Dieses Fahrzeug wurde 1956 gebaut, entwickelt im Omnibus- und Lastkraftwagenwerk Berlin-Treptow, in Serie dann gebaut in Bautzen. Wir haben in Berlin 105 Stück davon gehabt. In Leipzig, Magdeburg und Rostock liegen diese Fahrzeuge auch noch. Neubrandenburg hatte den DO 54, den Vorgänger, und wir haben die hier in Berlin gehabt, die 54 und 56. Gebaut sind sie auf einen LKW-Freistellen, und zwar auf dem vom H6, dem Nachfolger vom Horch. Und haben hier ziemlich robuste Technik drunter, die auch sehr lange hält. Ihr seht ja, der Ding fährt immer noch. Und wir haben 52 Sitzplätze. Stehplätze waren im Linienverkehr früher 12. Heute im Reiseverkehr oder Gelegenheitsverkehr nicht mehr gestattet, hier drin zu stehen, sondern nur noch zu sitzen. Wenn der hier mal voll werden sollte heute, wäre es auch kein Problem. Dann kann man hier auf dem Hof auch mal stehen, weil wir fahren nicht immer über den Straßenverkehr heute damit. Diese Fahrzeuge sind dann bis 75 in Berlin gelaufen. 75, 76 sind die letzten rausgegangen. Der Bus hier ist nicht verschrottet worden, sondern der ist dann als Museumsfahrzeug erhalten worden. Was auch, wo wir über heute sehr glücklich sind, dadurch können wir heute hier in Dresden sein und den Dresdnern so ein bisschen mit unter die Arme greifen. Macht auch sehr viel Spaß, mit diesem Fahrzeug unterwegs zu sein. Der lenkt alle Blicke auf sich, auf der Straße, überall. Die zicken sofort ihr Handy, machen Fotos davon. Weiß ich ja doch, ein eher seltener Anblick. Es ist auch im Moment der letzte zugelassene Wagen in Deutschland. Also es gibt keinen Bus mehr von dieser Serie, der noch zugelassen ist. Einer steht zwar noch in Leipzig, aber die haben derzeit noch keine Zulassung für ihr Fahrzeug. Weil ich sehr gerne mit diesem Auto auch durch die Gegend fahre, werden wir heute mal zwickel in der Runden hier fahren, ne? Für den gleichen Preis. Zwei Runden für den gleichen Preis, das ist ja wie auf dem Jahrmarkt hier bei uns. So, jetzt ist es mal ein bisschen schneller durch die Gegend. 50 km/h war also die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge, mehr konnte man damit nicht fahren. Spitze war 60, aber 50 war so die Regelgeschwindigkeit gewesen.
So, wir kommen gleich wieder an unseren Startpunkt an. Wir wünschen euch dann noch viel Spaß hier bei den Verkehrsbetrieben in Dresden. Ihr könnt auch ruhig noch mal mitkommen, wenn ihr wollt, nachher eine Runde drehen wieder hier oder Boeing oder wie auch immer oder mal nach Berlin kommen, eine richtig große Tour mit uns mitmachen. Könnt ihr auch machen, gar kein Problem. Wir würden uns darüber sehr freuen. Wir wünschen euch noch viel Spaß heute bei den Tagen hier in Dresden und vor allen Dingen die Gäste, die jetzt noch die Lotte kriegen wollen, die schaffen wir. Guckt mal auf der Uhr. Wir sind pünktlich wieder zurück.